36.000 Menschen haben sich für Auto 5000 über das Internet beworben. 16.000 wurden nach Wolfsburg zum Test eingeladen. Selbstverantwortung wird großgeschrieben bei Auto 5000. Deshalb darf Franziska Schulze als Praktikantin die Neuankömmlinge organisieren. Wir haben hier jeden Freitag neue Praktikanten, die bei uns für 6 Wochen ins Praktikum starten, um danach fest bei uns als Auto 5000 Mitarbeiter weiterzumachen. Und der erste Tag, der muss gestaltet werden. Die Leute müssen eingekleidet werden, müssen Schuhe bekommen, müssen diese Wertkarten bekommen, damit sie auch bei uns in der Kantine essen können. Heute hatten wir 120 Personen, die dann alle an Eingang 45 warten. Und die müssen natürlich alle aufgeteilt werden und dass das reibungslos abläuft. Jeder Auto 5000 Mitarbeiter muss sich 3 Stunden in der Woche weiterbilden. In Lernfabriken und an Übungsautos lernen Floristen, Bäcker oder Köche die Mysterien des Automobils zu entzaubern. Die Kollegen sind den zweiten Tag hier und wir üben jetzt gerade, dass sie das auf dem Band dann halt nachher perfekt können. Und für Frauen ist das vielleicht doch noch ein kleines Problem, aber das kriegen wir schon hin. Warum ist es für Frauen ein größeres Problem? Naja, sie hat vielleicht nicht gerade jetzt die Kraft, aber es geht schon. Also wir kriegen das schon, wir haben das bis jetzt jedem beigebracht und kriegen wir auch ihr beigebracht. Nicht so, der ist fest, der kann nicht mehr raus. Schwierig, oder? Ein bisschen, ja. Wie lange üben Sie das denn jetzt schon? Mehrere Autos schon. Mehrere Tage. Glauben Sie, Sie kriegen das hin? Irgendwann bestimmt. Irgendwann habe ich dann die Kraft, dass ich es vielleicht schaffe. Aber Sie müssen dann auch noch andere Sachen machen, also nicht nur diesen Spiegel anbringen. Genau. Man wechselt ja dann auch, dass man alles mal einmal macht. Glauben Sie, das ist für Frauen besonders schwierig, den Spiegel anzubringen? Ich denke mal, wenn man die gewisse Taktik hat, nicht mehr. Und die zeigen die jungen beiden Herren hier, zeigen wir das gerade so. Bei der Auswahl der neuen Arbeiter standen Fertigkeiten im Vordergrund, nicht Qualifikation. Bald sollen 1000 Minivans am Tag entstehen, 180.000 Fahrzeuge im Jahr. Wie lange machen Sie das hier schon? Das sind jetzt 16 Wochen. Ist die Tätigkeit hier meine? Klappt? Ja, frei, sehen Sie doch. Macht Spaß. Was haben Sie vorher gemacht? Ich war vorher arbeitslos, logischerweise, und davor war ich Kraftfahrer. LKW. Ganze Woche unterwegs, Familie nicht gesehen. Ungünstig, ja. Aber das ist jetzt optimal. Nach 8 Stunden bin ich zu Hause, wenn alles klappt. Und wo wohnst du? Nee, ich wohne in Welbeck. Das ist ca. 30 Kilometer von hier. Also 3 Stunden bin ich zu Hause. Ne? Mit Frau und Kind. Mit Eigenheim. Kann ich jetzt auch nicht auch abbezahlen bis zum Ende. Ich habe vorher schon in der Zulieferindustrie gearbeitet. Und ist natürlich, direkt am Auto zu schrauben, ist noch ein bisschen interessanter als nur Teile herzustellen, die dann verbaut werden. Das macht natürlich mehr Spaß. Warum sind Sie jetzt hier? Weil unsere Firma nach Polen die Produktion verlagert, aus Kostengründen. Deswegen sind wir, noch ein paar mehr Kollegen sind wir hier. Für das Projekt Auto 5000 soll die Automobilarbeiterelite ausgewählt werden. Ausgehend von der Überzeugung, dass ein motivierter Fliesenleger am Band besser produziert als ein frustrierter Facharbeiter. Wir haben hier versucht, einen vernünftigen Kompromiss zu finden, der auf der einen Seite sagt, wir verändern diese Form von Produktionsarbeit qualitativ und qualifiziert durch das Zusammenführen von Arbeiten und Lernen. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir denken, dass wir mit den Qualifikationsvoraussetzungen, die wir in Deutschland haben, gerade für diesen Weg auch gute Voraussetzungen haben. Und zum anderen haben wir auf der Kostenseite, dadurch, dass wir hier ein anderes Niveau als den VW-Haustarif vereinbart haben, natürlich auch eine gewisse Entlastung geschaffen. Aber es ist etwas anderes, als Leute für weniger Geld einfach nur länger arbeiten zu lassen. Und es ist auch etwas anderes, was wir aus großen Teilen der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion kennen, die ja die These vertritt, dass dieses Segment von Arbeit vom Grundsatz her in Deutschland überhaupt nicht mehr zu halten wäre. Wir müssen uns das vor Augen führen, wenn dem so wäre, das wäre eine Katastrophe. Wolfsburg ist mit Volkswagen symbiotisch verbunden wie kaum eine andere Stadt mit einem Industrieunternehmen.
Wenn Volkswagen Husten habe, wissen die Anwohner, haben alle Wolfsburger eine Lungenentzündung. Auch Oberbürgermeister Rolf Schnellecke weiß das. Der Sitz des Konzerns, die Wurzeln, die Ursprünge sind hier in Wolfsburg. Es ist die Hauptstadt von Volkswagen. Und nicht umsonst nennen wir uns auch Volkswagenstadt. Das begründet beiderseitige Verpflichtungen und auch eine Verantwortung des Konzerns zu seinem Standort. Und als die Krise hier auf dem schlimmsten Punkt war, bin ich schon hingegangen und habe gesagt, meine Herren, es kann nicht sein, dass dieser Weltkonzern Volkswagen den Ehrgeiz hat, Nummer 1 in Europa zu sein, ein Global Player, Dr. Piech sagte damals, aufs Treppchen zu kommen unter die Ersten der Großen dieser Welt. Es kann nicht sein, dass dies der Ehrgeiz von Volkswagen ist und der eigene Standort blutet aus. Um die Standortsicherung von Volkswagen bemüht, ist auch der ortsansässige Fußballverein. Seinem Sponsor zum Wohlgefallen stieg der VfL Wolfsburg sogar in die erste Bundesliga auf. Um dort an die Spitze zu kommen, wurde Stefan Effenberg vom FC Bayern München geholt. Aber dieser gab nur ein kurzes Gastspiel. So plagt sich der VfL weiterhin mit Imageproblemen. Unser Problem in Wolfsburg ist das, dass wir keine große Tradition haben. Das sieht man hier auch an dem Fanaufkommen und dass man immer noch außerhalb Wolfsburg stiefmütterlich behandelt wird. Das ist ganz klar. Tradition kann nichts ersetzen. Aber auch so ein Konzern wie Volkswagen, den kann man auch nicht ersetzen. Und dann kann man froh sein, dass in der Region hier Volkswagen sich zum VfL Wolfsburg bekannt hat und an einem Strang zieht. Und das macht natürlich dem einen oder anderen Fußballverein natürlich Angst, weil natürlich mit so einem potenziellen Geldgeber im Hintergrund, ja, wenn man das strategisch aufbaut, hier in Wolfsburg sehr, sehr vieles möglich ist. Die VW-Chefs haben gezögert, bis sie in den provinziellen Fußballclub massiv investierten. Lange setzten sie für die Imagebildung vor allem auf Musikbands wie Genesis und Rolling Stones. Dann sollte Stefan Effenberg Werbung für Autos aus Wolfsburg machen. Bis vor kurzem schien die Idee zu funktionieren. Das ist ein Aushängeschild für Wolfsburg. Seitdem wir den Elfenberg haben, da können Sie runterfahren nach Süddeutschland. Ich stamme aus dem Raum Heidelberg. Unten. Jetzt kennen Sie Wolfsburg. Auf einmal kennen Sie Wolfsburg da unten. Oder ich war jetzt im Oktober im Bayerischen Wald. Jetzt wissen die, wo Wolfsburg ist. Ach, der Elfenberg. Ja. Das geht, wissen wir. Dadurch sind wir bekannt geworden. Ja. Ich meine, wir waren vorher auch schon bekannt durch die Autos, aber jetzt durch den Elfenberg ist der VfL Wolfsburg sozusagen bekannt geworden. Nun ist der Werbetraum geplatzt. Effenberg verließ den VfL fristlos, obwohl er in Wolfsburg Perspektiven sah. Ja, graue Maus wird ja oft gesagt, aber ich denke mal, dass wirklich Stück für Stück die Stadt sich auch dahin bewegt, eben außergewöhnliche Dinge zu bauen oder anzubieten, so wie das Hotel jetzt Ritz-Carlton oder wie das neue Stadion jetzt. Ich glaube mal, das wollen die Leute auch. Und die Leute sind mit Sicherheit gespannt, in das neue Stadion mal reinzukommen und zu sehen, was da gebaut wurde. Ich denke mal, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Stadt da auch in dieser Beziehung nicht stehen bleibt, sondern sich noch weiterentwickelt. Am 13. Dezember 2002 wird sie eröffnet, die modernste Sportarena Deutschlands. Ihr Name? Volkswagen Arena, mit Plätzen für 30.000 Fans. Kosten? 53 Millionen Euro. Geschäftsführer Klaus Fuchs ist sich über die privilegierten Bedingungen für den Bau bewusst. Weil wir die Chance hatten, diese Arena komplett auf die grüne Wiese zu bauen, das bedeutet, dass wir auch in Detaillösungen sehr genau vorgehen konnten, sehr ganzheitlich dieses Stadion angehen konnten. Und ich glaube, dass sich dieses auch bemerkbar machen wird. Wir haben auch nicht die Randgruppen vergessen. Wir haben die Rollstuhlfahrer hier mit besten Bedingungen versehen. Wir haben einen Kinderspielbereich integriert. Wir haben viele, viele Detaillösungen gefunden, die man in den so kompakt in keinem Stadion findet. Und wir haben natürlich auch die Chance gehabt, uns bei einigen Vorbildern umzuschauen und von jedem das Beste hierher zu holen. Letzte Vorbereitungen für den lange ersehnten Abend. Natürlich gibt es da mal eine Sicherung, die rausspringt. Es gibt auch mal einen unvermuteten Feueralarm, weil ein Kiosk zu heiß geworden ist. Also solche Dinge hat man am Anfang. Deshalb ist man sehr gespannt, wie sich das unter Volllast dann auswirkt. Aber ich hoffe, dass die Kunden es nicht merken, was man hinter den Kulissen da zu bewegen hat. Worauf freuen Sie sich heute besonders? Auf das Feuerwerk am Ende der Veranstaltung. Weil ich dann mich zurücklehne und erstmal tief durchatme und sage, Mensch, es hat sich gelohnt, über 3 Jahre an diesem Projekt zu arbeiten.
Inmitten der Autostadt ein 5-Sterne-Hotel der Superklasse. Es ist das erste Ritz-Carlton in Deutschland. Das Haus ist in Besitz von Volkswagen. Die Betreiber gehören zur amerikanischen Hotelkette Ritz-Carlton. Für die Autostadt gehört der Luxustempel zum Konzept. Ein 3-Sterne-Hotel in der Autostadt hätte sicherlich auch die Aufgabe erfüllt, Übernachtung zu bieten, Speisen, Getränke darzubieten. Wir sind in die Autostadt gekommen, wir sind gefragt worden, in die Autostadt zu kommen, um ein Erlebnis zu bieten, um Service in dieses Center of Excellence, wie sich die Autostadt selbst versteht, hineinzubringen. Ritz-Carlton ist dafür bekannt, weltweit exzellenten Service zu bieten und Erlebnisse in der Gastronomie zu bringen. Und deswegen sind wir gefragt worden, es hier zu machen. Deswegen sind wir auch sehr glücklich, da zu sein, denn hier ist es wahrlich ein Erlebnis wert. Einmal jährlich dürfen Gourmets teilnehmen am International Festival of Food and Wine, eine sogenannte Weltreise durch die Gastronomie für 1.350 Euro inklusive 3 Übernachtungen. Die Events für Connoisseure sind Teil einer Marketingstrategie für das Luxushotel. Das Food & Wine Festival veranstalten wir, um unsere Stellung als ganz klares Luxushotel hier in Wolfsburg, aber auch in Deutschland zu festigen und zu maximieren. Zum anderen natürlich, um unseren Gästen hier in der Umgebung ein Erlebnis zu bieten, wie wir das immer sagen. Hier kommen viele Connoisseure, wie wir sie nennen, also Gastköche, Winzer, Champagnerhersteller aus der ganzen Welt zu uns. Gestern war noch der Whisky natürlich vertreten, der gut angekommen ist, und die frisch gerollten Zigarren und alles. Und natürlich, ich sage es ganz ehrlich, auch natürlich unter dem finanziellen Aspekt. Die Klientel des Festivals kommt aus der Umgebung, aber auch aus dem Ausland. Alle Gäste eint der unverfrorene Hang zum Luxus. Also ich bin leidenschaftlich Köchin, oder ich koche sehr gerne, liebe sehr gut, gerne gutes Essen, und mich hat es natürlich auch sehr interessiert, Fisch zuzubereiten. Das ist ja eine ganz besondere Schwierigkeit, immer das geschmacklich aufeinander abzustimmen. Und was mich heute besonders fasziniert, ist diese Komposition mit den Weinen, wie das miteinander harmonisiert. Und das finde ich schon sehr spannend, wie man doch genau den Wein passend zu dem einzelnen Gang zusammenfinden kann. Und das finde ich eine große Bereicherung. Und ich liebe das Ritz sehr hier in Wolfsburg. Ich habe schon etliche Kochklassen mitgemacht, Sushi-Kochklasse und eine Austern-Kochklasse. Und ich finde einfach die Atmosphäre, das finde ich einfach sehr faszinierend. Gefällt mir sehr gut. Ich denke, dass die Autostadt und VW dieses Hotel durchaus gebrauchen können. Und ich denke, dass die Arbeitnehmerschaft da auch nicht so richtig was gegen hat. Ich sehe da keine Schwierigkeiten, weder für die noch für mich. So, Ladies and Gentlemen, es ist ein absolut Highlight, was jetzt kommt. Champagner Sauvignon auf Vanille-Eis, selbst gemacht. Die Gratwanderung zwischen kulinarischen Highlights und der Automobilfertigung gleich nebenan scheint zu glücken. Ich fand am Anfang, als ich es gehört habe, etwas mutig, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass mitten in einer Autostadt ein Ritz-Carlton-Hotel sich befindet. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Idee, und offensichtlich scheint es auch zu funktionieren. Sie finden, das passt, also Luxus und Arbeiterstadt? Puh, ja, also ich glaube, dass das eine mit dem anderen ja doch insofern was zu tun hat, als dass die Menschen, die die Autos dann hinterher verkaufen, das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, auch nach Übersee, es kommen ja sehr viele Amerikaner hierher, die sich einerseits das Werk angucken, überhaupt kommen viele, die sich das Werk angucken wollen, und zum Zweiten, die dann natürlich auch das Geld letztendlich umsetzen, damit wiederum wissen, das ist ja der Kreislauf letztendlich damit. Also die einen können sich es leisten, hier zu wohnen, und die anderen müssen halt arbeiten. Das ist der Lauf der Dinge. Das Ende einer gelungenen Speisung wird anerkennend gewürdigt. Mancher Gast hat nach 6 Gängen und 8 Weinen bei diesem Menü noch 8 weitere Dinners, Lunches und Degustationen vor sich. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. Und wer den Sushi-Kurs gebucht hat, dem wünsche ich jetzt viel Spaß und rollen Sie schön. Bis dann. Tschüss. Also die Klientel kann man sicherlich beschreiben, um wieder auf ein Auto-Beispiel zurückzukommen, von einem Beetle bis hin zu einem Phaeton bis zu einer Luxusklasse. Wir haben eine sehr, sehr vielschichtige Klientel, genauso vielschichtig wie die Bevölkerung in der Region, aber natürlich auch international ist. Peter Hohmann auf dem Weg zur Arbeit.
Der 38-Jährige ist seit 17 Jahren im Unternehmen Volkswagen beschäftigt. Peter Hohmann ist Testfahrer bei VW. Heute prüft er einen Passat W8. Manche ein junger Fahrer, der stellt sich das recht einfach vor. Er denkt sich reinsetzen und losbrettern. Aber so ist es nun nicht. Also man muss schon richtig defensiv fahren. Und je nachdem, was der Straßenverkehr hergibt, muss man das schon richtig beurteilen. Also es ist nicht nur auf das Auto sich setzen, Gas geben, bremsen. Also man muss schon richtig fahren. Ein bisschen das Auto verstehen, sage ich. Testfahrer, kein Job für Raudis, sondern einer mit vielen Vorschriften und Regeln. Anfangen, wenn wir reinkommen in dieses Büro, kriegen wir jeder ein Fahrzeug zugeteilt und das wechselt jeden Tag. Jeder Fahrer kriegt jeden Tag ein neues Fahrzeug. Und das wird am Ende der Schicht beurteilt, dieses Fahrzeug. Was jetzt der Fahrer selbst jetzt an dem Fahrzeug festgestellt hat, muss er in eine Liste einfügen oder auf einen Zettel ausfüllen und danach wird das Fahrzeug bewertet. Heute muss Peter Hohmann auf Geräusche von Bremsen, Motor und Getriebe achten. Jetzt fahren wir noch mal ein bisschen schneller, um zu gucken wegen den Windgeräuschen. Eben wurde aufgehoben die Geschwindigkeitsbegrenzung und von daher können wir schnell fahren, wie wir möchten. Aber ich denke mal, so 160, 180, das reicht hin. Das ist eine gute nicht schneller? Wir könnten schneller fahren, ja. Warum machen Sie das nicht? Die Verkehrslage ist nicht dementsprechend und man weiß nicht die Straßenbeschaffenheit. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, nicht, dass irgendwo jetzt immer glatte Felder sind, wo man halt, also man kann das nicht einschätzen, wo jetzt gefrorene Flächen sind. Es ist Winter, da muss man immer aufpassen. Qualitätsprüfungen gehören bei Volkswagen schon seit den 40er Jahren zum Repertoire. Das 11 Millionen Quadratmeter große Prüfgelände Ära Lessin liegt nahe bei Wolfsburg. Ein Testwagen altert 14 mal so schnell wie ein normal benutztes Fahrzeug. 10 Kilometer auf dem Prüfgelände entsprechen 140 Kilometer im normalen Autoalltag. Für mich persönlich ist ein gutes Auto eines, das genau das tut, was ich als Fahrer will. Es gibt ja Fahrzeuge, die sind erzieherisch. Es gibt Fahrzeuge, die sind eben so ausgelegt, dass der Fahrer wenig Rückmeldungen hat. Ich persönlich bin ein engagierter Autofahrer, deswegen will ich, dass das Auto genau das tut, was ich möchte. Wenn ich einen Fehler mache, wird das Auto auch einen Fehler machen. Aber für jetzt, wenn ich es mal unter professionellen Aspekt sehe, ist natürlich eigentlich das Gegenteil wichtig. Noch ist unentschieden, ob der Passat höchsten Ansprüchen genügen wird. Für Testfahrer Hohmann ist ein anderes Auto ideal. Zurzeit macht sehr viel Spaß der Touareg. Der ist halt groß, geräumig, man sitzt ein wenig höher. Also das mit Auto macht sehr viel Spaß, ist meine Ansicht. Aber man kann den ja gar nicht ausfahren in deutschen Landen in normaler Weise. Nein, man soll ja auch nicht so schnell fahren. Aber man hat das Gefühl, er könnte. Und in den Reserven hätte er auch der Wagen. Wenn man jetzt im Notfall überholen müsste, könnte man kurz nochmal beschleunigen. Und das ist doch sehr hilfreich manchmal. Man muss es nicht, aber man könnte. Und dieser Gedanke ist schon beruhigend. Hermann Josef Wellems vor einem großen Abenteuer. Für 50 Euro können Autostadtbesucher eine halbe Stunde lang den ersten Geländewagen von Volkswagen testen. Der Touareg läuft im slowakischen VW-Werk in Bratislava vom Band, genauso wie Porsches Offroad-Gigant Cayenne. Mit VW-Emblem kostet der Wagen mehr als 40.000 Euro. Zum Porsche veredelt ist er knapp 20.000 Euro teurer. Ganz langsam festgehen und Sie werden merken, das Auto nimmt sofort das Gas ein und sieht dann nochmal. Trauen da manchmal der Leute der Technik auch nicht? Haben da Leute manchmal Angst? Ja, wir haben viel Angst, sie dann trotzdem nochmal für uns sehen. Gerade jetzt hier beim Runterbergabfahren, mal Gas wegnehmen, nur Gas wegnehmen und nicht bremsen. Ein bisschen nach rechts lenken, genau, und so runterrollen lassen. Das ist die Bergabfahrhilfe. Sehr. Das Fahrzeug fährt ganz langsam hier runter, ohne ihr zu tun. Herr Wellems, haben Sie keine Angst? Nee. Ich habe 3 Jahre Baustellen-Lkw gefahren. 3 Achser mit Hänger.
Und dann sind wir auch viel im Wald gefahren, Waldwege. Nee, also sozusagen Progress. Ja, aber mit so einem Auto erleben nicht, mit dem LKW dann erleben. Im 40-Sekunden-Takt werden täglich bis zu 500 Volkswagen ausgeliefert. Seit seiner Erfindung ist der Käfer ein internationales Erfolgsmodell. Spiegel TV Spezial, weiter nach der Werbung. Kräfte in aller Welt Verbrechen jetzt digital bekämpfen. Bauer für mich und Rosen für dich.